Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Geisch. Leute, ich splitte jetzt das Video hier in zwei Teile. Einmal hier in das Daily Shop News Video und das andere sind die Streamer Reactions. Weil mir wurde gesagt, hier, Alter, das kannst du nicht bringen, hier 20 Minuten, dauert viel zu lang, ja, für ein Shop, Daily Shop Video. Fass dich mal kurz, Kollege. Okay, also, mache ich jetzt. Ich fass mich kurz. Und deswegen wird das Ganze jetzt hier gesplittet und irgendwie ist das Bild hier verschoben. So, so sollte es eigentlich aussehen, bevor wir hier weitermachen. So, ja, dann kommen wir doch gleich als allererstes mal zu den Kommentaren, wie immer. Da haben wir hier vom Herrn sofort den Kommentar: Rex 0 Punkte, Bite-Mark 7 Punkte, Pterodactyl 8 Punkte, Trizera Ops 2 Punkte, Funk Ops 6 Punkte, Disco Brawl 5 Punkte, Bottom Feder. Fieder, Libre 6 Punkte, Nightlight 6 Punkte, Bright Bomber 7 Punkte, Pumpernickel 6 Punkte, Gun Show 7 Punkte. Alles klar, dann haben wir hier einen Kommentar von Finn. Danke für das Video, mag dich sehr gerne und gucke dich oft Instagram. Finn226, bin kurz vor 100. Bitte grüß mich mal. Liebe Grüße gehen raus an dich, Finn226. So, und dann haben wir hier noch Lispy, leave, good stuff, drop the like. Thanks, Lispy. Great. So, dann schauen wir mal rein hier. Also das andere Video ist sensationell. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Ist wirklich mega witzig teilweise. Wir gucken jetzt mal in den alten Shop rein. Warum? Ja, und hier ist sie, die Liebe meiner Jugend. Ja. Das Mädchen von der Alm im kurzen Röckchen hier, die Heidi mit dem Holz vor der Hüten. Gell? Ah, ja, sag mal hier. Viel Heus vor der Hütten. So, dann haben wir den Ludwig, oder auch den Almöhi von mir aus, den hätte ich ja Almöhi nennen müssen. Guck mal hier, der aufgerollte Bart, ist das nicht mega geil? Das da oben sieht ein bisschen aus, als hätte er einen Rosenkohl auf dem Hut. Aber wahrscheinlich soll das irgendeine Alpenveilchenknospe sein oder sowas. Ja, und hier, also mal für den anderen YouTuber, den deutschen Streamer, hier, das ist kein Vogelhaus. Kollege, das ist eine Kuckucksuhr. Naja, wie geil, da kommt's Lama raus. Wie geil, da kommt's Lama raus, Alter. Guck mal. Kennt ihr diese Dinge? Also ich weiß ja, manche von euch kennen das gar nicht, ne? Also so eine Kuckucksuhr, ja, ey, das Ding, wenn das so ständig, das ist einfach nur mega übel, ja? Ist mega übel. Ohne Scheiß. Also das Geräusch, wenn ihr da schlafen wollt und ihr habt irgendwo so eine Kuckucksuhr hängen und das Ding, das haut euch die Synapsen durch, ja. Wirklich, ohne Mist. Also da, an Schlafen ist da überhaupt nicht zu denken, ja. Aber hier, jetzt gehen wir weiter. Da hat er den Bierkrug an der Seite. Und die Lederhosen hier, Lederhosen und die strammen Waden. Der macht mit Sicherheit einen guten Schublattler hier. Also der Ludwig kriegt von mir, muss er ja schon bekommen, 8 Punkte. Ich finde allein schon die Kuckucksuhr ist 10 Punkte wert. Sensationell ist das geil. Kuckucksuhr mit einem Lama, was rauskommt. Ja, ich dreh durch. So, jetzt kommen wir zu Heidi, Heidi, Heidi. Ja, deine Welt sind die Berge. So, ja, und was hat sie da hinten drauf? Das sind Salzstangen. Hier ist Salzbrezen. Aus Salzbrezen in einem Bierkrug mit einem Lama drauf. Natürlich. Klassisch Blau-Gold. Sensationell. Guckt euch das Schnuggelchen an hier. Hammer. Und oben auch ein Lama-Badge auf dem Hut mit der Feder. Ja, mein Großvater hat auch so einen alten Gamsbarthut aufgehabt. Ja, der Klassiker hier in schönen Kniestrümpfen. So, und im Dirndl. Ha? Im Dirndl. Aber ganz schön fette Hände hat sie. Guckt euch das mal an. Sind die schon ein bisschen überdimensioniert hier, die Hände? Leck mich am Buckel, ey. Die kann aber mit Sicherheit ganz schön zupacken. Wow, bam. Ja, Heidi muss natürlich von mir, also wirklich Kultpunkte bekommen. Kultige 9 Punkte, sag ich mal. Ganze 10 reichen, aber kultige 9 Punkte für Heidi. Heidi, Heidi, Heidi ist geil, Heidi ist geil. So, jo, dann gucken wir doch mal ganz kurz rein. Wie waren denn überhaupt hier von Heidi
Wie sind denn da überhaupt im Allgemeinen die Stimmungen? Also wie gesagt, ihr müsst euch einfach mal das angucken, wie die internationalen Streamer darauf reagiert haben. Mega geil. Nur lass mal zu Heidi rüber wechseln hier. Wechseln wir zu Heidi. So. Die Heidi hat hier bei 2 Votes 4 von 5 bekommen. Kann ich absolut nachvollziehen, bestätigen. So, dann gucken wir hier rein. Dann haben wir den Ludwig. Den Ludwig. Und der Ludwig, der hat bekommen. Ach, auch 4 von 5, aber nur bei einem Vote. Ja, ist so geil, Leute. Die Bayern hier, die Bayern ziehen jetzt ein international. Jawohl. So. Jo, mei. Super. So, dann gucken wir hier. Da gibt es das Akkordeon. Und das müssen wir uns mal reinziehen. Hier das Akkordeon. Eine Akkordeon. Picke? Auch, ne? Hier die Tasten. Und auch wieder dieser komische, sieht aus echt wie Rosenkohl. Klärt mich mal auf, was das sein soll, Leute. Ich habe keine Ahnung. Mega nice auf jeden Fall. Auch Kultstatus, das Ding jetzt schon für mich, sagen wir mal, 9 von 10. Ja. Und auch hier gucken wir jetzt mal, wie war jetzt hier eigentlich die Bewertung gewesen zu dieser Picke. Die ist allerdings jetzt nicht ganz so stark bewertet worden, nur mit 3 von 5. Das Excordion. Tatsächlich heißt der Excordion, wie geil. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier Oktoberfest, den Gleiter. Ja, hammergeil. Mit einem Bierfass klassisch. Und da oben guckt euch das an, die bayerische. Ein bayerisches Tuch, die bayerische Fahne als Tuch, Blau-Weiß, Käse, a Würstel und natürlich die Brezen darf nicht fehlen. Ja, das ist ein richtiges bayerisches Oktoberfest. Kleidersche. Mega geil. Das Ding ist cool. 8 von 10. Na, gucken wir mal, wie steht ihr denn da eigentlich zu dem Gleiter? Gucken wir mal. Also, was ist dabei rausgekommen? Wow! Alter, wie viel? Ich kann es kaum lesen, ich müsste mal echt. 4,5 von 5! Alter, ist das krass! 4,5 von 5. Mein Löhr! Hier, die Bayern. So. Geil. So, und dann sind wir auch schon hier durch. Erstmal mit der linken Seite, dann gehen wir rechts rüber. Dann geht's jetzt los mit Fresh. Wer kennt es nicht? Fresh Prince von Bel-Air. Damals Prince von Bel-Air in einer Serie, als er damit angefangen hat mit dem Tanz. Ich hab mir bald in die Hose noch voller. Echt mega geil. Auch Einzug gehalten jetzt hier in Fortnite. Und dann gucken wir doch mal, wie ist denn hier eigentlich eure Meinung zu dem Fresh Emote? Das sehen wir jetzt hier. Und wow, also ich hätte sowieso, gib dem 8 von 10, 4,6 von 5. Alter, mega nice. So, dann geht's weiter. Jetzt kommt der Dazzle und da kommen wir jetzt wieder in die Geschichten rein, die ich jetzt nicht ganz so prickelnd finde. Das sind für mich nur maximal 5 von 10. Ah, sieht nicht ganz so schlecht aus. Aber trotzdem, 5, ja, 6 von 10, sagen wir mal. 5 von 10. 5 von 10. So, 5 von 10. Und auch da gucken wir mal, was sagt ihr denn über den Dazzle? Was ist das hier? Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist der stark bewertet worden. 4,5 von 5. Alter, fand ich echt, finde ich den so geil. Hammer, bin ich echt überrascht. Also, okay. Community steht mehr auf den Dazzle. Alles klar. Gut, weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. Muss ich aufpassen, was ich hier sage, ey. So, dann haben wir den Lucky. Hallo, sorry, weil da ein Smiley drauf ist auf der Picke, kann man da nicht so viele Punkte trotzdem dafür geben. Das sind für mich 3 von 10. Ich finde die nicht wirklich spannend. Lucky Picke. Und da sind wir uns allerdings einig, sieht man jetzt hier 7 Votes, 2,86 von 5.
Ist natürlich nicht wirklich berauschend. So, dann geht's weiter. Wie hört die sich eigentlich an? Ja, besonders toll ist die nicht. So, dann haben wir den Chromium. Und der Chromium, ja, sieht nicht so schlecht aus, aber sind für mich sind es maximal 6 von 10. Gucken wir mal, wie sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz miserabel. 2,6 von 5 bei 5 Votes. Also gefällt euch nicht wirklich gut. So, und dann haben wir Flippin' Sexy. Hat natürlich der Herr sofort sich auch geholt. Ganz klar. Wir machen den gerade nochmal. By the way, es geht doch eigentlich, müsste das doch hier auch gehen. Hör mal, da sieht es fast so aus, als würde er einen Salto machen. Flippin' Sexy. Ein richtig cooler Emote, kultiger Emote. Für mich 8 von 10. Jetzt schauen wir mal, wie ist denn Flippin' Sexy eigentlich bei euch angekommen? Flippin' Sexy. Wow, 5 von 5 bei 2 Votes. 10 von 10 quasi. Alter, jawohl, Strike. Das ist jetzt die beste Bewertung, die ich überhaupt gesehen habe. Bei Flippin' Sexy. Jo, Mann. Und dann haben wir als allerletztes den Solid Strider. Ja, sorry, Leute. 0 von 10, da kann ich nicht mehr drauf geben. Und auch hier sind wir uns ziemlich einig. Da 1 von 5, gerade mal 2 Votes. Also nicht wirklich beliebt. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Also schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Daily Action, Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Macht's gut, bis dann und tschüss.